Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Zu Recht verloren. Wir hatten uns das ganz anders vorgestellt. Phasenweise sicherlich auch ein paar Chancen gehabt, aber das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig, wenn du bei so einer Top-Mannschaft wie Erfurt, dann muss jeder bei 100% sein. Das waren wir nicht. Deswegen müssen wir die richtigen Lehren draus ziehen. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel zum Lernen, weil man einfach auch gegen den Top-Favorit gespielt hat. Aber 4 Gegentore zu kriegen, ist einfach zu viel. Und auch die ganze Art und Weise ist nicht zufriedenstellend. Zwischendurch waren wir mal dran nach dem 2-1. Aber es wäre sowas von unverdient gewesen, wenn wir heute hier irgendwas mitgenommen hätten. Die Einstellung ist es auf jeden Fall nicht, weil die Jungs wollen. Ich denke, wir sollten immer noch kleinere Brötchen backen. Wir sind noch nicht so weit, um vielleicht jetzt hier bei so einem Top-Kandidaten mitzuhalten. Die Mannschaft hat super Potenzial, aber da muss man in gewissen Momenten muss man da sein. Und das waren wir alle nicht. Und deswegen ist es jetzt echt bitter, weil man 4 Buletten bekommen hat. Aber irgendwie müssen wir die Köpfe jetzt auch wieder hochkriegen. Jetzt nach dem Spiel ist das sicherlich schwer, aber spätestens ab morgen, ab Dienstag geht es dann auf Rostock zu und da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen. Klar verloren, weil Erfurt klar besser war. Aber zum Thema Schiedsrichter muss man sich dran gewöhnen. Nehme ich jetzt nicht als Ausrede. Die Leistung war scheiße heute und alles, was ein Schiedsrichter angeht, sage ich nichts. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.